Guten Morgen. E-Mail habe ich bekommen. Ja, habe ich. Passiert manchmal. Und in dieser E-Mail bin ich gefragt worden. Hallo Stefan. Hallo. Du machst ja gar nicht mehr das mit dem Verkaufen. Du machst jetzt nur noch NLP und Happy-Zeug. Entschuldigung, hat mich irgendwie gerade so gepackt. Aber du hast völlig recht. Du, Max Mustermann, weißt schon. Das habe ich tatsächlich in den letzten Wochen, also zumindest hier auf diesem Kanal, total vernachlässigt. Und das möchte ich ändern. Denn auch im Verkaufen kann man die Welt ein bisschen besser machen. Und da weiß ich, wovon ich spreche. So wirklich. Weil das mache ich seit über 20 Jahren. Ja, ich bin schon alt. Also lass uns anfangen. Lass uns heute mal anfangen, über Verkaufen zu sprechen. Und zwar über eine Geschichte, die ich erlebt habe in einem großen Elektronikfachmarkt mit einem älteren Herrn, einem Rollator und einem Laptop. Bleib dran. Ja, da stehst du also in so einem Elektrofachmarkt. Welche Farbe ist völlig egal. Willst du irgendwas kaufen? Und beobachtest die Situation. Mein älterer Herr, der hatte so einen Rollator. Kennst du hier so mit Schieben und so. Und der ging in die Laptop-Abteilung und war da zufällig in der Nähe und hörte dann so mit einem Ohr mit, als der Verkäufer kam. Kommen Sie zurecht, oder? Ist übrigens eine Scheißansprache, aber da mache ich auch noch mal irgendwie was dazu. Geht anders. Und der ältere Herr sagte, ja, wissen Sie, ich suche so einen tragbaren Computer, bei der O-Ton, ja, einen tragbaren Computer, Laptop. Weil, und er erklärte das auch, weil meine Enkelin, die ist gerade in, ich glaube, Neuseeland war es, zum Studium und das ist total weit weg. Und habe ich gesehen, auf dem Globus, also andersrum, ganz unten, dass die nicht runterfällt. Und jetzt sieht man den nicht mehr so oft, sagte dieser ältere Herr. Und deswegen habe ich mir erzählen lassen von einem, der sich damit auskennt. Da gibt es diese Computer und die haben so eine Kamera drin. Und dann kann man so, dass man wie, als ob man telefonieren würde. Und dann sieht man sich. Und das fände ich total super, weil dann kann ich mit der Uschi, nenne ich sie einfach mal, ab und zu mal so telefonieren und sehe sie und kann gucken, dass ihr gut geht. Und das möchte ich gerne. Dachte ich mir, ist ja eine gemachte Wiesen, wie man in Bayern sagt. Also das ist ein gemachtes Ding. Der Kauf, respektive Verkauf, der ist eingetütet. Denkste. Denn was macht der Verkäufer? Junger Bengel. Verkäufer fängt an zu sagen, ja, junger Mann, kriegen wir hin. Ja, wir haben ja eine ganze Menge. Und da schwante es mir schon. Und dann fing er an, diese kleinen Schilder vorzulesen. Kennt ihr die? Ja, da, wo so der Preis draufsteht und was das Ding so kann. Und dann fing er an, so vorzulesen, so Sachen wie, naja, hier haben wir ein Produkt von Acer, ja, mit einer Nvidia GeForce Grafikkarte, 512 MB DDR-RAM und 2 TB. Und den nächsten. Und ich stehe daneben und höre immer aufmerksamer zu und denke mir in der Sekunde, das versteht der nicht. Ich weiß auch, selbst ich bin ja jetzt nicht ganz doof, aber Nvidia GeForce Grafikkarte, ATI Radeon, ich habe keine Ahnung. What the hell? Aber komischerweise hat dieser ältere Herr immer etwas gemacht. Der hat immer genickt. Genau, habe ich mal gehört. Und dann denkst du dir, das gibt's doch nicht. Hat der so einen VHS-Kurs besucht? Ja, irgendwie Computer für Einsteiger oder so. Und irgendwann sagte der ältere Herr, wissen Sie was, junger Mann, vielen Dank für die tolle Beratung. Wenn Sie mal so ein paar Produktinformationsbroschüren hätten, Flyer hat er nicht gesagt, Produktinformationsbroschüren hätten, die würde ich mir mitnehmen. Und dann gucke ich mir das zu Hause nochmal in Ruhe an. Und in der Sekunde wusste ich, er hat kein Wort verstanden. Er hat nicht ein einziges Wort verstanden, weil was, wenn er verstanden hätte, richtig, dann hätte der gekauft. Der will doch nur seine Enkelin, die Uschi, die will der doch gerne sehen, ab und zu. Wie es der so geht, ob es schon braun geworden ist. Und dann kauft er nicht. Das fand ich komisch. Denn ich habe mir eine Frage gestellt. Aus welchem Grund hat dieser ältere Herr zu dem Verkäufer nicht gesagt, ich hätte es getan, er hat es nicht getan, nicht gesagt, entschuldigen Sie, junger Mann, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Sie mir hier erzählen. Ich weiß es nicht. Und habe darüber nachgedacht. Und ich glaube, die Antwort darauf ist, der hat sich einfach nur geschämt. Der hat sich geschämt zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wie man so ein Ding anmacht. Aber auch nur, wenn sie es mir vorher gezeigt haben. Der hat sich das so in seine Ohren hat ballern lassen, was der Verkäufer ihm erzählt hat, dass er sich wahrscheinlich dachte, das ist so selbstverständlich, das weiß jeder Mensch auf dieser großen, weiten Welt, selbst bis nach Australien. Ich weiß es nicht. Ich tue mal so, als ob ich es weiß. Und das ist total schade. Das ist total schade, weil, naja,
Acer würde ganz gerne mal so ein Ding verkaufen. Die produzieren die nicht, damit die bei Saturn, Media, Expert, was weiß ich wo im Regal stehen. Der Elektronikfachmarkt, der würde die auch gern verkaufen, weil der muss da dieses Licht, ja, was da brennt, und die Klimaanlage muss der auch bezahlen. Für den Verkäufer ist es vielleicht ein bisschen blöd, weil der hat einen Misserfolg, weil der sich vielleicht schon wieder denkt, oh, der wollte sich schon wieder nur informieren. Die kaufen sowieso immer alle nur online. Könnte ja sein, dass man sowas da denkt. Und das ist für den Kunden doof. Denn der Kunde muss jetzt nochmal los. Der muss irgendwo anders hinfahren, der muss noch ein bisschen Zeit und Geld in die Hand nehmen, nur um woanders seinen Computer zu kaufen. Das ist doch kacke. Es geht anders. Es geht total simpel. Wie das geht, das erzähle ich euch bei der nächsten Folge. Ja, wenn es darum geht, wie kann ich mit einer schwäbischen Musik-Deutsch-Rap-Kombo-Argumentationskettenstruktur so formulieren, dass jeder Kunde genau das versteht, was ich ihm zu sagen habe. Und dass er es nicht nur versteht, sondern dass er es begreift. Dass er es sich vorstellen kann, dass er Bock hat, ein Produkt zu kaufen und es dann einfach tut. Hast du Bock drauf? Ja, dann abonnieren, liken und so weiter und so fort. Und ich verspreche dir, das nächste Video, was ich zum Thema Verkauf mache, da werde ich dann davon erzählen, wie das funktioniert und wie das auch bei dem älteren Herrn easy peasy funktioniert hätte. Schöne Woche. Und nicht so viel Feature-Facken. Ciao, ciao, bye, bye.